Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe eine Dekoration für unser Zuhause gemacht und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Die Produkte aus unserem Online-Shop sind unterhalb des Videos verlinkt. Und im ersten Schritt habe ich diesen Holzanhänger mit Kreidefarbe bemalt. Wenn ihr vielleicht die letzten Videos schon geguckt habt, kennt ihr das Kreidefarben-Set schon. Enthalten sind aufeinander abgestimmte Farben in kleinen Tuben, also perfekt für kleine Bastelarbeiten. Und so habe ich den Anhänger bemalt und auch Holzkugeln in verschiedenen Farben bemalt und zum Schluss hin auch so ausgefräste Gräser. Davon haben wir verschiedene im Online-Shop. Und während die Sachen jetzt trocknen, kümmere ich mich um den Metallrahmen. Der hat eine Hausform und ich knote auf eine Seite eine Schnur hin. Da könnt ihr eine Schnur nehmen, wie sie euch gefällt. Ich habe jetzt hier eine sehr grobe Paketschnur genommen und die wickle ich jetzt abwechselnd einmal vorne um die Stange herum und einmal hinten vorbei an der Stange herum. Und das ganz oft, ich würde jetzt mal schätzen, bestimmt 20 Mal, dass ich einfach viele, viele Schnüre habe, in die ich dann später die Dekoration einarbeiten kann. Dann habe ich es abgeschnitten, die Schnur, und dann wieder festgeknotet. Und die Schnüre lassen sich dann an der Seite so verschieben und dann eben auch variieren, ob sie enger zusammenstehen sollen oder weiter auseinanderstehen sollen. Im nächsten Schritt klebe ich diese Holzschrift mit meinem Lieblingskleber an. Der heißt wirklich so Lieblingskleber. Der hat so eine feine Spitze und damit lässt sich eben diese feine Holzschrift wirklich sehr gut an den Anhänger hinkleben. Lass das jetzt auch nochmal trocknen. Fädel die Holzperlen auf eine Schnur auf und lege die jetzt quasi hinter das Haus. Und fädel sie dann vorne wieder durch. Ich hoffe, das kann man irgendwie verstehen, wie ich das meine. Aber ihr seht es ja auch hier. Also ich habe die Schnur hinten an das Haus gelegt und fädel mir jetzt durch die Schnüre die Holzperlen hervor. Das ist jetzt erstmal ganz grob. Das könnt ihr immer wieder ändern und variieren. Ich hätte es jetzt auch mit Heißklebepistole hinkleben können. Aber da finde ich es immer schade, weil man dann die Dekoration nicht mehr nochmal verwenden kann. Und den Anhänger, da habe ich mir jetzt beide Enden der Schnur vorne durch die Öffnung gefädelt. So kann ich eine Schleife binden, kürze die Enden auch mit der Schere einfach ab und fädel noch die Holzgräser hindurch. Also das mache ich jetzt wirklich nach keinem System, sondern fädel die jetzt einfach da kreuz und quer durch die Schnüre durch. Das hält auch wunderbar fest. Und diese Dekoration könnt ihr eben ganz wunderbar dafür hernehmen, um sie an die Haustür zu hängen oder einfach ins Regal zu stellen. Da gibt es bestimmt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten und ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid.